unser Job nicht mehr ist. Jeder, der ein Social-Media-Opfer ist, wird wahrscheinlich das Wonder Museum kennen in Amsterdam, denn das ist voller krasser Fotospots und wir haben es für euch getestet. Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Wir waren mal wieder on the road für euch. Oh Gott, ich bin Sängerin geworden. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Wow. Ich fühle das mit dem Mikrofon so sehr. Ja. Wir sind jetzt nämlich TikToker. Ja, weil da musst du eigentlich diese kleinen Mini-Mikros nehmen. Oh mein Gott, ja, können wir die kaufen? Einfach aber nur die so. Sind einfach sehr schlecht. Die sind schlecht, dieses... Oh, ich hab gespuckt. Weiter geht's. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt bei unserem letzten Video, waren wir in Amsterdam und da gibt es ein richtig krasses Museum, das auf Social Media wahnsinnig viral gegangen ist. Das ist das Museum der neuen Generation. Da lernt man richtig viel. Und zwar lernt man, wie man richtig coole Fotos machen kann. Ja. Hoffentlich. Und da sind wir alten Social Media Viber doch einfach richtig bei diesem Test. Wir testen das mal für euch, um zu sehen, ob sich das auch wirklich lohnt, denn das Ding ist richtig beliebt, es ist richtig viral gegangen. Man sollte also seine Timeslots auch buchen. Ist es das Geld wert? Wir haben es für euch getestet und den Tag dort verbracht. Das heißt, ihr werdet jetzt mal sehen, ob sich das lohnt. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und eine kleine Glocke aktiviert, um nichts zu verpassen. Das kostet nichts. Gar nichts. Let's go. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Bisschen aus der Puste. Hier ist eine riesige Demo und wir kommen nicht vom Fleck. Nee. Die halbe Stadt ist komplett dicht. Zu. Letztendlich haben wir uns dazu entschieden, mit der Bahn zu fahren. Wir hatten nämlich auch keine andere Möglichkeit. Es ist soweit. Wir sind da. Im Wonder in Amsterdam. Wir haben natürlich nicht die fancy Outfits. Ich sehe gerade, die Mädels sind richtig vorbereitet. Das ist der Insta-Hotspot an sich, glaube ich. Das ist hier so eine Location, da kann man geil Fotos und Videos machen. Und das ist einfach Instagram-y. Wir alten Influencerinnen sind nicht optimal ausgestattet. Aber ich finde, wir sehen trotzdem süß aus. Mal schauen, was wird. Wir testen es ja für euch. Und wie auf Instagram und Social Media ist hier auch alles ein bisschen mehr Schein als Sein von außen. Denn... Baustelle. Drin gibt's ganz viele Schließfächer, damit ihr eure Jacken und Taschen nicht mitschleppen müsst und freie Hände habt zum Fotos machen. Ich habe das System erstmal nicht verstanden, obwohl wir das auch im Fitnessstudio haben, aber ja. Jetzt mach's so. Hier gibt's nicht nur diese Wonder Experience, sondern auch Roller Dreams. Das ist so eine riesen Rollschuh-Disco im Grunde. Richtig cool, aber wir haben das an dem Tag nicht gemacht. Und es gibt auch noch Pink Beach, was jetzt gerade nicht offen war, weil es noch zu kalt ist. Deswegen sind wir mal direkt Richtung Wonder gegangen. Wir waren tatsächlich noch gar nicht bereit, aber es ging wirklich sofort los. Wir mussten uns da reinlegen, haben sofort Anweisungen bekommen und hinter uns stand schon eine Riesenmeute. Und das war ein bisschen aufregend, fand ich. Am Anfang wurden wir direkt ins kalte Wasser geschmissen. Ja, es ging einfach direkt los. Also da können wir euch gerne drauf vorbereiten, wenn ihr da hin wollt. Da gibt es keine Vorbereitungszeit. Nein. Nee. Da geht die Tür auf und dann geht's los. Und die Leute hinter euch, die warten, ne? Foto machen und weiter geht's. Zum Glück war nicht so viel los. Mhm. Aber ich finde das Foto Das finde ich auch richtig cool. Man sieht aber gar nicht so richtig krass, dass es Teddys sind. Man sollte vielleicht so die Gesichter noch so zur Kamera drehen oder sowas. Ja. Aber das Bild finde ich auch gut. Da war auch das Licht schön. Ja, genau, Mila. Oh, Mila. Das sehe ich genauso. Was möchtest du dazu sagen? Gut. Sie schnurrt. Es ging auch von dem Teddybärraum direkt weiter zu so einem coolen Flur im Grunde. Kamerastreckig. So, jetzt. Als allererstes habe ich Ellie in diesen wunderschönen Rainbow-Flur gesteckt. Können wir ein paar Fotos machen? Leute, warum fällt mir dauernd mein Träger runter? Das sieht so beschissen aus. Aber wir haben da ganz süße Bilder gemacht. Wir können sie euch direkt mal zeigen. Meiner Meinung nach sind die richtig süß geworden. Dann gehen wir auch direkt mal weiter in den nächsten Raum. Das sah schon sehr vielversprechend aus. Ich habe nur einen ganz kleinen Moment da reingeschaut. Das ist so süß. Ich kann nicht. Der Raum war komplett pink mit Kirschblüten und ganz vielen Telefonen. Hallo? Wie? Unsere Pizza kommt zu spät. Ach. Okay, bis dann. Tschüss. Ich raste doch aus. Eine pinke Telefonzelle mit Blumen. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist kabellos. Das ist so cute. Aber Leute, warten, wir müssen gehen. Das hier sind die Fotos, die entstanden sind. Sind echt süß geworden, aber der Raum war wirklich dunkel und meiner Meinung nach zu wenig Licht. Und hinter uns hat es sich schon so gestaut und die haben sich beschwert. Ich habe es mitbekommen, die haben Italienisch gesprochen. Auch wenn ich nicht gut Italienisch spreche, beziehungsweise fast gar nicht. Aber das habe ich mitbekommen. Trotzdem eine wirklich sehr süße Kulisse, nur das Licht war eben nicht so ganz geil.
Okay, wir sind jetzt in so einem Spiegelkabinettraum, würde ich mal sagen. Sehr, sehr viele Leute gerade da. Das ist ein bisschen tricky. Ich glaube, es ist hier einfach allgemein. Das passiert einfach. Am Anfang war ich nicht so überzeugt von diesem Raum, aber die Bilder sind richtig, richtig cool geworden. Die könnt ihr jetzt gleich hier mal sehen. Ich finde sie richtig schön. Sind irgendwie fancy. Und irgendwie hat der Raum Spaß gemacht. Ich weiß nicht, der war cool. Ich bin erfolgreich in meinem Element angekommen. Mein Gott, das sieht so cool aus. Was macht der Musik? Ich hab vergessen, wie man spielt. Alle waren Musikerin, was soll ich sagen. Immerhin ist ein ganz süßes Bild dabei rausgekommen. Ich muss geschwind noch ein paar E-Mails beantworten. Ich komme dann, Alicia. Ja, ja, ich gehe schon mal vor, ne? Der ganze Raum sah aus wie ein Riesengemälde. Laura meint, es ist ein bisschen so 2D. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Es klingt nicht stabil und ich bin nicht in meiner Bestform. Das arme Pferd. Hiha. Schneller. Draw me like one of your French girls. Just relax your face. Hier gab es wieder eine Fotostation, haben wir natürlich ein Bild gemacht. Das ist unscharf. Und hier ist auch unser fertiges Foto. Das war echt ein bisschen surreal. Du läufst so rein und denkst mir so, sieht voll komisch aus. Ja. Voll cool. Also ich fand es richtig, richtig cool. Stimmt, wie in so einem Comic. Das war cool. Durch diesen Spiegelraum sind wir eigentlich nur durchgelaufen. Ich glaube, das ist auch eigentlich nur ein Flur, um die beiden Räume zu verbinden. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und ich bin dann direkt aufs Wasser gekommen. Okay, geil. Okay. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Oh mein Gott. Ja, wir waren jetzt in dem Musikraum. Da gab es ganz viele verschiedene Ecken. Erstmal hat sich Laura natürlich auf die Bühne gestellt. Und dann haben wir auch entdeckt, dass es da schon eine Kamera gibt. Oh, wie cool. Okay. Okay, wow. Die Fotos waren jetzt nicht ganz so überzeugend. Diese Bühne, die fand ich echt schlecht, ehrlich gesagt. Also das sah einfach nicht gut aus und die Kamera war sehr tief. Also der Fun-Faktor ist, glaube ich, auch echt groß in diesem Ding. Wenn man Bock hat auf Bilder machen, das ist die Voraussetzung. Wir sind jetzt in der Karaoke-Kabine. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, Dua Lipa. Oh, Dua Lipa? Ich kann halt nicht singen. Of course wollen wir das recorden. Also diese ganze Kabine war eigentlich ein kompletter Flop, finde ich. Also war super, super weak. Man hat sich irgendwie komisch da drin gefühlt. Die Videoqualität war auch absolut Katastrophe. Also alles in allem, ich würde mal sagen, so eine 0 von 10. Das finde ich langweilig. Ich bin fertig. Fällt mir nicht. Aber hier sieht es richtig cool aus. Wir haben hier alle möglichen Materialien. Okay. Hier ist alles flauschig. Richtig cool. Wir gehen mal weiter, oder? Ja, voll. Aber dreh mal das Rad, bitte. Ja. Hui. Ja, das dreht sich sehr langsam. Ja. Woo. I'm so. And murder on the dance floor. Have to pray. Nicht pray. Oh. Ihr könnt über verschiedene Kopfhörer verschiedene Musik hören. Das ist ziemlich witzig. Aber am Ende des Tages hätte ich das niemals gemacht, wenn da viele Leute gewesen wären. Ich will dahin. Diese ganze Musik-Area war irgendwie leider ein bisschen underwhelming, finde ich. Außer die Fans. Die waren ultra cool, habe ich auch ein Bild gemacht. Das ist auch mein momentanes Profilfoto auf Instagram, falls ihr mir da nicht folgt, habt ihr es nicht gesehen. Genau. Aber ich finde es total süß. Ihr müsst mal kurz vorbeischauen. Jetzt kurz stoppen. Bei Insta vorbeischauen und dann wieder herkommen. Genau. Bis gleich. Ja. 12 Sekunden später. Da seht ihr dann auch nochmal die Bilder, die wir da gemacht haben. Da haben wir ein süßes kleines... Pöstchen gemacht. Pöstchen. Ein Pöstchen haben wir gemacht. Ja, liebst, dass Mila sich einfach gerade das Augenlöchchen putzt. Das mal zensieren. Ja. Oh mein Gott. Es ist eine riesige Hüpfburg. Wir müssen Schuhe ausziehen. Schnell. Nicht ich, die 31 ist und sich hier freut, auf die Hüpfburg zu gehen. Woo. Let's go. Love it. Oh. Okay. Tada! Das war sexy, oder? Sehr lassiv. Das war falscher Content. Falsche Plattform. Musst du meine Boobs halten.
in der Hüpfburg kann man bestimmt Fotos machen, haben wir aber nicht gemacht. Wir fanden es einfach ultra witzig, da rumzuhüpfen. Also von dem her, Spaßfaktor war auf jeden Fall da. Kennt ihr diese Spielhallen im Urlaub? An den Stränden. Genau so war das hier. Es war richtig cool. Wir hatten alles Mögliche dabei und wir fanden den Raum richtig schön. Aber tatsächlich konnte man auch hier Fotos machen, aber die waren lichttechnisch nicht so toll. Was aber cool war, dass man so Fotos machen konnte, wie in so einer Maschine, wo dieser Greifarm runterkommt. Das haben wir aber nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Wir kommen jetzt zu der Attraktion hier, denn das hier ist das größte Bällebad Europas. Kommt mal mit. Ich habe gelogen. Das ist es gar nicht. Auch gut. Auch ein riesiges Schwimmbad mit Marshmallows ist natürlich ganz cool. Oh, ich habe vorhin zu sehen bekommen. Das war schon süß. Und die Fotos sind auch süß geworden. Ja. Und die Mitarbeiterin hatte sehr viel Geduld mit uns, weil wir haben immer mal wieder versucht, die Sachen so hochzuwerfen und es hat einfach nie funktioniert. Wir können euch ein paar Fails einblenden, weil die sind alle echt ein bisschen failig. Aber wir haben es versucht, okay? Ja. Wir haben uns Mühe gegeben. Wir waren stets bemüht. 3, 2, 1. Hier konnte man GIFs machen und ich habe gedacht, man wird angeschossen mit Konfetti. Das wäre geil gewesen. Das ist so ein bisschen 2018 Vibes, ja, und vor oder? Allen Dingen, Glowcon. Was ich dazu sagen muss, ich fand das Licht zum Teil wirklich schlecht. Also dafür, dass es auf Fotos ausgelegt ist, war das Licht nicht gut. Diese Sparklebox haben wir im Grunde komplett übersprungen. Die hat uns irgendwie überhaupt nicht gefallen. Aber was danach kam, darauf haben wir uns nämlich sehr gefreut. Jetzt ist es soweit. Oh. Wow. Europas größtes Bällebad, meine Freunde. Tschüss. Es kam unerwartet. Ich wusste nicht, wie tief das ist. Wie kommt man hier wieder raus? Ich krieg ein bisschen Angst. Influencer in the wild, auf dem Weg zur Kamera. Oh Gott. Oh. Da will doch einer mal sagen, dass unser Job nicht schwer ist. Wir sind natürlich durchs ganze Bällebad geschwommen, um noch zur Foto-Area zu kommen. Und da haben wir wirklich tolle Bilder gemacht. Das war so süß. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Irgendwie hat es mir auch so ein bisschen Türkei-Urlaub-Vibes gegeben. Aber das ist egal. Wir lieben das. Ich finde es ultra cute. Ich finde die Bilder auch voll süß. Von Nicht-Technik-Maus an Technik-Maus. Wie findest du die Qualität der Bilder? In dem Fall fand ich die gut. Okay. Könnte noch besser sein, aber es war in Ordnung auf jeden Fall. Ist schon süß. Ich persönlich habe ein kleines Problem mit Bällebädern, weil ich die ganze Zeit mir denke, da ist sehr viel Dreck drin. Aber ich glaube, die holen alle Bälle raus, desinfizieren die und machen die wieder rein. Aber es war überall, das können wir euch gar nicht richtig zeigen, weil da hat sich ein kleiner Junge richtig wehgetan da drin und da war dann einfach so Blut auf dem Boden und so und das war richtig eklig. Wahrscheinlich aber auch im Bällebad, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber hey, die Fotos waren sehr süß und die Mitarbeiter haben sich auch direkt drum gekümmert und sowas. Ja, nun kommen wir zum letzten Bereich, die Lichtbox-Säcke. Das habe ich erfunden. Sah auf jeden Fall sehr cool aus, aber wir haben hier nicht so viel Zeit verbracht. Wir waren tatsächlich vom Bällebad fix und fertig. Zwei große Kinder, die nach dem Bällebad einfach nur abgeholt werden wollen. Beim Ausgangsbereich konnte man sich seine Fotos auch drucken lassen, aber man bekommt sie auch per E-Mail, also muss man nicht machen. Wir haben dann noch dieses Café hier unsicher gemacht. Da konnte man auch so essen, trinken, aber es war halt schon alles zu, als wir ankamen. Deswegen konnten wir nur noch einen Donut kaufen, aber wir wollten wenigstens irgendwas machen. So, wir haben jetzt uns noch einen Donut gegönnt, beziehungsweise ich. Ich habe noch nicht was gegessen bisher. Gut, ein Donut. So, wir sind zurück und oh mein Gott, wir hatten Spaß. Es war wie so ein großes Spieleparadies für Erwachsene. Auf jeden Fall. Und Influencer. Wenn ihr keinen Spaß daran habt, Bilder zu machen und Videos, dann ist das nichts für euch. Nein. Ich kenne genug Leute auch in unserem Alter, die das ganz schlimm und affig finden. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt und Bilder haben wollt und irgendwie schöne Kulissen und so und das voll euer Ding ist, dann kommt ihr her. Das macht schon sehr viel Spaß. An manchen Stationen sind schon echt viele Leute zum Teil und man wird ein bisschen hektisch. Also, gepusht. Gott, es ist plötzlich voll windig. Bei den kleinen Stationen, wo die Kameras dabei sind, ist das Licht meistens gut.
manchmal ja. Katastrophe. Das fand ich ein bisschen schade. Also in manchen Räumen war das einfach wirklich nicht schön. Also wenn du nicht gerade mit einem mega Blitz fotografierst und auch mit dem Handyblitz warst, zum Teil echt hässlich, weil es ist ja für Foto und Video gedacht. Finde ich ein bisschen schade einfach. Aber ansonsten hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Spaß Level 10 von 10. Ich würde für Fotos nochmal kommen. Großes Minus. An der Bar kann man nur mit Kreditkarte bezahlen. Ja, das war ein ganz komisches System auch. Aber also mit ein paar anderen Möglichkeiten, die ich nicht kannte. Wir müssen jetzt die Bahn aufsuchen, denn U-Bahn ist immer noch nicht möglich. Nein. Let's go. Was war denn da los? Viel. Wir haben sehr viele Bilder gemacht. Und wisst ihr, wie lange wir keine Bilder mehr zu zweit gemacht haben? Wir haben das irgendwie aus den Augen verloren. Richtige, gute, beste Freunde, die haben keine Fotos zusammen. Mhm. Wir müssen uns da immer voll dran erinnern. In manchen Räumen gab's? In manchen Räumen gab es Licht von oben. Jetzt habe ich was im Auge. Leute, das ist ja, was soll das hier? Vielleicht ist es noch Konfetti von unserem Gift. Ja, wahrscheinlich. Ich habe wirklich noch überall Konfetti gefunden. Im Hotelzimmer lag übrigens dann auch überall Konfetti. Habe ich nicht gesehen. Ja, war klar. Man darf keine Stative mitbringen. Man darf, glaube ich, aber Licht haben. Also so auf der Kamera oder hatten sowas. Hatten wir gar nicht, gell? Ich dachte halt, es ist ein Fotospot. Da wird wahrscheinlich gutes Licht sein, aber dem war nicht ganz so. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich mit einem Fotografen kommt und der hat einen Blitz dabei, könnte ich mir vorstellen, dass da richtig geile Sachen bei rauskommen. Stimmt. Also man muss sich da auch nicht schämen, wenn man irgend so ein wildes Outfit anziehen will oder sowas. Nee, weil da war wirklich auch echt jeder. Paar Mädels, die waren richtig cool angezogen. Ja, also die waren alle rausgeputzt bis zum geht nicht mehr. Es ist one way, man darf auch nicht zurückgehen. Wegen Laura sind wir ganz kurz in einen anderen Raum nochmal zurückgegangen, haben wir direkt Ärger bekommen. Ich wollte da nicht mal rein, aber egal. Die aber Laura ein bisschen ist da übertrieben. Rein. Laura ist da reingelaufen. Ich wollte nicht reinlaufen, ich habe so geguckt, so. Und dann bin ich wieder weg und dann kam sie schon. Entschuldigung. Was machen Sie da? Was soll das? Ich wollte nur Looky Looky machen. Aber das war so das Einzige, was man wirklich wissen sollte. Lasst euch lieber ein bisschen mehr Zeit in den Räumen, die ihr cool findet, weil ihr könnt nicht mehr zurück. Ganz random Info. Gefühlt in ganz Amsterdam kann man nur mit Karte zahlen. Wenn ihr da mit Bargeld ankommt, irgendwie, das ist nichts. Nee. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das sich für euch lohnen würde, ob ihr sowas spannend findet, ob ihr das jemals machen würdet oder schon gemacht habt. Und wenn ja, schickt uns gerne mal Bilder auf Instagram. Oh ja, ich würde mich so freuen, zu sehen, was ihr da so getrieben habt. Wenn da coole Bilder bei rumkommen sind, schickt sie uns gerne durch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und Die kleine Glocke zu aktivieren, ding, ding, ding. Um keine Uploads zu verpassen. Kostet nichts. Ist kostenlos. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.